Oh. Ich habe soeben das Signal bekommen, dass der Livestream läuft. Dann darf ich Sie, euch alle recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz zur Vorstellung des Green Startup Monitor 2020. Mein Name ist Paul Wolter. Ich bin Pressesprecher des Startup-Verbandes und werde jetzt erstmal ein paar organisatorische Hinweise geben, was zur Agenda und was Sie heute alle erwartet. Erstmal vielen Dank an alle Journalistinnen und Journalisten, die im Videocall sind. Und auch alle, die uns über den Livestream zuschauen. Der Green Startup Monitor ist ein Gemeinschaftsprojekt des Bundesverbandes Deutsche Startups und des Border Steps Institut mit Unterstützung der Bundesstiftung, der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Und heute werden den Green Startup Monitor vorstellen Professor Dr. Klaus Fichter, erster Leiter des Border Step Instituts, zusammen mit Christian Miele, der Präsident des Bundesverbandes Deutsche Startups. Dann ist noch dabei Frau Dr. Jasmin Olteanu. Sie wird uns die Zahlen präsentieren und die ganzen Findings des Green Startup Monitors. Und wir haben auch ein Startup zu Gast, und zwar Sono Motors, Thorsten Kiedel, CFO von Sono Motors, der uns berichten wird von seinen Herausforderungen und Challenges als Green Startup. Wie wird das Ganze ablaufen? Es wird grob in zwei Blöcken ablaufen. Der erste Block ist die Vorstellung der Ergebnisse des Green Startup Monitors. Das wird Frau Dr. Olteanu vorstellen. Danach gibt es eine Einordnung von Christian Miele und Professor Dr. Klaus Fichter. Und nach dieser Einordnung werden Sie als Journalistinnen und Journalisten, die sich hier eingewählt haben, die Möglichkeiten haben, Fragen zu stellen. Wie das läuft mit den Fragen stellen, erkläre ich gleich zum Schluss. Ich mache noch mal schnell die Agenda fertig. Der zweite Block ist dann der Input zu den aus den Ergebnissen des Green Startup Monitors abgeleiteten Handlungsempfehlungen, wieder von Frau Dr. Olteanu, und danach eine Einordnung von Professor Dr. Klaus Fichter und Christian Miele. Zuvor wird es noch die Vorstellung von Thorsten Kiedel, CFO von Sono Motors, geben, von seinem Startup Case. Auch nach diesem zweiten Block wird es die Möglichkeit geben, für Sie als Journalistinnen und Journalisten Fragen zu stellen. Das läuft so ab, und zwar sehen Sie, die hier an der Videokonferenz teilnehmen, auch ein Chatfenster. Sie haben rechts so ein Menümodul, und ganz unten können Sie das Chatfenster aufklicken, und da können Sie dann am besten Ihre Frage stellen, gerne mit Ihrem Namen, der Frage an sich. Da wird man uns schon mal ein bisschen sortieren können und an wen die Frage gestellt wird. Das können Sie auch während der Präsentation von Frau Olteanu machen, während des Inputs von Herrn Miele und Herrn Fichter. Ich werde dann eine Liste machen und Sie aufrufen, und unser Regisseur im Hintergrund, der Niklas, wird Sie dann freischalten als Journalist und Journalistin. Da ploppt dann bei Ihnen ein Fenster auf, und Sie können die Frage dann selbst stellen. Achtung, also wir hören Sie und wir sehen Sie auch, und auch die Teilnehmer des Livestreams sehen Sie. Wir haben uns aber gedacht, dass das die beste Möglichkeit ist, wenn Sie die Frage selbst stellen können. Genau, ich glaube, damit waren es erstmal die organisatorischen Hinweise. Und damit darf ich dann auch schon quasi zum ersten inhaltlichen Part übergeben zu Frau Dr. Jasmin Olteanu. Und ja, Jasmin, Stage is yours. Jasmin, ich glaube, wir hören dich nicht. Niklas, kannst du mal bitte Jasmin entmuten? So, werde ich jetzt gehört? Super, alles läuft. Ja, Danke. wunderbar. Dann fangen wir nochmal an. Das Border Step Institut und der Bundesverband Deutsche Startups veröffentlichen heute den zweiten Green Startup Monitor, wieder gefördert durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Nach der ersten Studie dieser Art im letzten Jahr legen wir damit erneut eine großzahlige quantitative Studie zu jenen Startups vor, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen einer Green Economy zuarbeiten. Wir freuen uns, dass wir damit abermals eine fundierte Faktenbasis für die Wirtschafts-, Gründungs- und umweltpolitische Debatte zur Verfügung stellen können. Im ersten Teilblock möchte ich ganz gerne auf die ausgewählten Kernergebnisse eingehen.
Ein wichtiges Kernergebnis ist natürlich, wie viele grüne Startups gibt es überhaupt? Von den über 1.900 an der Umfrage teilnehmenden Startups konnten wir 1.620 in unsere Analyse einbeziehen. 21 davon, also jedes fünfte befragte Startup, konnte fundiert als grün eingeordnet werden. Dies ist das Ergebnis einer strengen wissenschaftlichen Überprüfung der uns zugrunde liegenden Daten. Jedes fünfte Startup trägt also mit seinen Produkten und Dienstleistungen zum Klima- und Ressourcenschutz bei, scheidet sich zum Teil sehr deutlich. Betrachter grüner Startups an allen Startups im jeweiligen Bundesland, so bilden Schleswig-Holstein mit 32%, Mecklenburg-Vorpommern mit 31% und Sachsen mit 30% die Top 3. Für Bayern und Hamburg kann dagegen eine unterdurchschnittliche grüne Gründungsaktivität festgestellt werden. Kommen wir nun zu den Unterschieden zwischen den grünen und den nicht-grünen Startups. Der Green Startup Monitor 2020 unterstreicht abermals, dass sich die grünen Startups im Hinblick auf die klassischen Unternehmensstrategien wie Wachstum, Profitabilität und Marktanteil nicht von den nicht-grünen unterscheiden. Für grüne Startups ist die ökologische und gesellschaftliche Wirkung jedoch zusätzlich eine wichtige Unternehmensstrategie. Zudem integrieren sie die ökologische und gesellschaftliche Wirkung in ihre Managementvorgaben, also in die jeweiligen Key Performance Indikatoren. Grüne Startups sind also sowohl im Hinblick auf wirtschaftliche Kennzahlen, wie zum Beispiel Umsatzwachstum, als auch aufgrund der von Ihnen entwickelten und auf den Markt gebrachten Lösungen für ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen klare High Potentials. Dabei verfolgen 8 von 10 grünen Startups entweder ein digitales oder ein hybrides Geschäftsmodell. Der größte Anteil der grünen Startups und deutlich mehr als unter den Nicht-Grünen widmet sich dabei dem hybriden Geschäftsmodell der Technologieentwicklung und Produktion. Über jedes fünfte findet sich in diesem Bereich. Mit ihren technologieorientierten Lösungen für unsere Herausforderungen sind sie damit ein wichtiger Treiber hin zu einer Green Economy. Grüne Startups verfolgen mit ihren Produkten und Dienstleistungen aber nicht nur eine positive Wirkung nach außen, sondern integrieren ökologische und gesellschaftliche Nachhaltigkeit auch nach innen in ihre Unternehmenskultur und Politik. So ist ihnen beispielsweise die Förderung oder die Stärkung der Motivation und Förderung ihrer Mitbeschäftigten deutlich wichtiger als nicht-grünen Startups. Die Beschäftigten werden auch deutlich umfangreicher am Unternehmen beteiligt. 41% der grünen Startups beteiligen ihr Team mit echten Anteilen. Das trifft nur auf 25% der nicht-grünen Startups zu. Zudem zeichnen sich die grünen Gründungsteams durch eine deutlich höhere Gründerinnenquote aus. Im Vergleich zum Vorjahr ist diese um 4 Prozentpunkte auf 22% gestiegen, während es unter den Nicht-Grünen sogar einen leichten Rückgang auf 13% zu verzeichnen gibt. Ja, so viel zu unserem ersten Inhaltsblock und ich übergebe an Klaus Fichter und Christian Niele für die Einordnung. Ja, vielen Dank. Ich gehe mal davon aus, dass ich zu hören bin. Ansonsten bitte ich um Hinweise. Vielen Dank an Jasmin für einige erste ausgewählte Zahlen aus dem Green Startup Monitor. Ich will diese Zahlen kurz etwas einordnen aus meiner Sicht, aus der Forschungssicht und 3 Punkte dazu. Der erste Punkt bezieht sich auf die Frage, wie bedeutsam sind grüne Startups? Wir haben gerade gehört, es sind 21% aller Startups in Deutschland, können wir als solche einstufen. In absoluten Zahlen bedeutet dies, dass wir reden über rund 6.000 grüne Startups in Deutschland, die mit ihren innovativen Produkten und Dienstleistungen zu Umwelt- und Klimaschutz beitragen. Das heißt, das ist mittlerweile auch ein großer Wirtschaftsfaktor. Da werden Zehntausende von Arbeitsplätzen geschaffen. Das können wir sehr gut beobachten. Und insofern auch ein Motor für die weitere wirtschaftliche Entwicklung, die wir ja aktuell auch sehr brauchen. Und ich möchte einen Bezug herstellen zu einem Statement der Kanzlerin gestern, die beim Petersberger Dialog
auch gefordert hat, dass wir den Wiederaufbau jetzt in und nach der Corona-Krise mit dem Klimaschutz explizit verbinden müssen. Und die grünen Startups sind der Allianzpartner, ein ganz starker Partner in diesem Bemühen. Das zu Punkt 1, wie bedeutsam sind grüne Startups. Zweiter Punkt, wofür stehen grüne Startups? Frau Otteano hatte es gerade gesagt, wir definieren das so, dass sie eine Produkte-Dienstleistung haben, die nachweislich zu Umwelt- und Klimaschutz beitragen. Aber sie stehen eigentlich für deutlich mehr. Sie stehen für eine neue Form des Unternehmertums mit, ich nenne es mal, einer doppelten Dividende. Die eine Dividende ist die ökonomische. Wir haben es gerade gehört, die wollen genauso gewinnorientiert sein. Sie sind genauso wachstumsorientiert. Sie wollen die Marktanteile erreichen. Also sie bringen sozusagen ihre ökonomische Kompetenz ein und erzeugen hier eine Dividende. Aber sie haben auch zweitens und deswegen doppelte Dividende einen gesellschaftlichen Beitrag über Umwelt- und Klimaschutz und weitere Facetten, Kreislaufwirtschaft und Ähnlichem. Also insofern steht es auch für eine neue Form des Unternehmertums. Und sie sind typischerweise auch für gesellschaftliche Umweltfragen deutlich mehr sensibilisiert und sehen deswegen auch oft Chancen, unternehmerische Chancen, aber auch Risiken besser als klassische Gründungen. Letzter Punkt, dritter Punkt, was leisten grüne Startups eigentlich? Ja, natürlich einen sehr wesentlichen Beitrag zur Senkung von Treibhausgasemissionen, die Suche nach guten, bezahlbaren Lösungen der Elektromobilität. Dazu werden wir gleich noch ein sehr schönes Beispiel Sonomotor hören. Aber ich will es mal in Anlehnung an die aktuelle Corona-Krise so bezeichnen. Sie stärken das Immunsystem der Ökonomie. Warum? Weil sie insbesondere an den großen Zukunftsherausforderungen arbeiten, Klimawandel, Verschmutzung der Weltmeere, Plastik in Weltmeeren, Verknappung von Ressourcen. Wir werden diesen Sommer vermutlich wieder Dürre sehen, auch in der Landwirtschaft. Also an diesen großen Herausforderungen und machen im Grunde die Wirtschaft und auch die Gesellschaft fitter. Und deswegen tragen sie hier zum Immunsystem bei. Also sie praktizieren im Grunde ein fundamentales Prinzip der Nachhaltigkeit, nämlich die sogenannte Resilienz, die Störungsrobustheit zu bewahren. Und damit auch fit zu bleiben, sich fit zu machen für die Zukunft. Also insofern, glaube ich, ist das doch ein, mehr als sozusagen nur vielleicht die Frage ein bisschen mehr Recycling oder ein bisschen Energieeinsparung. Das ist schon ein sehr deutlicher, fundamentaler Wandel, den wir bei dieser Gruppe von Startups hier sehen. Ja, das vielleicht mal meinerseits zu einer ersten Einordnung. So, dann bin ich dran. Vielen herzlichen Dank erst einmal. Ich finde die Analogie mit der doppelten Dividende besonders schön und bin deshalb auch ein großer Fan von den grünen Startups in Deutschland. Ganz generell lässt sich feststellen, dass wir momentan durch die Corona-Krise in einer Ausnahmesituation in der Startup-Szene sind. Und umso schöner finde ich das, dass wir heute tatsächlich dann auch mal ein paar positivere Nachrichten vermelden können. Wir im Startup-Verband arbeiten seit über 4 Jahren an einer stärkeren Berücksichtigung von Green Startups in unserer Verbandsarbeit. Und deshalb freue ich mich, dass wir auch anhand der Zahlen im Green Startup Monitor sehen können, dass die Verbreitung dieser Startups bereits zugenommen hat. Und was ich besonders begrüßenswert finde, ist, dass wir in der regionalen Verteilung einen kontinuierlichen Zuwachs feststellen können und es auch relativ gleichmäßig verteilt ist. Das ist insofern wichtig, als dass wir natürlich auch versuchen, in der Fläche für grünere Startups zu werben und dafür zu sorgen, dass viele Gründerinnen und Gründer sich in ganz Deutschland dazu ermutigt fühlen, solche Startups dann tatsächlich going forward auch zu gründen. Es gibt ganz viele Programme für grüne Startups bereits in zahlreichen Bundesländern. Berlin ist da als Startup-Hauptstadt vorne dabei. Aber wie ich gerade schon bereits gesagt habe, ich hoffe, dass der regionale Split ein gutes Vorzeichen dafür ist, dass wir in Zukunft auch in der Breite und in der Fläche noch bessere Bedingungen für grüne Startups schaffen können. Und was kein Wunder ist, also eines von den 2 Top-Themen für auch die politischen Handlungsziele, die wir im Startup-Verband verfolgen, ist ja das Thema Mitarbeiterbeteiligungsprogramme attraktiver zu machen. Und der Green Startup Monitor zeigt sehr schön,
dass wir insbesondere bei den Themen der Partizipation und auch der Diversity in grünen Unternehmen gute Zahlen vorweisen können. Es gibt da einen höheren Frauenanteil und auch Mitarbeiterbeteiligungsprogramme werden in den grüneren Startups noch stärker praktiziert als in anderen Startups. Wir glauben, man kann diese Entwicklung vermutlich tatsächlich sogar noch befeuern. Deswegen setzen wir uns für attraktivere Mitarbeiterbeteiligungsprogramme ein. Da fehlen aktuell noch die Instrumente, die wir brauchen, um wirklich auch langfristig die richtigen Talente an unsere Startups binden zu können. Denn, und das ist ja auch schon bereits von meinen Vorrednern gesagt worden, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier langfristig denken und dass wir die Nachhaltigkeit, die von den grünen Startups ausgeht, tatsächlich auch in die Unternehmensentwicklung und in den Aufbau dieser Startups mit einbeziehen. Denn nicht nur die Firmen selber, sondern natürlich auch die Arbeitskräfte, die dahinter stehen, das sind die wichtigen Bausteine, um letztendlich auch mit den Klimazielen, die wir uns bis 2030 gesetzt haben, unsere Ziele erreichen zu können. Vielen Dank. Ja, danke Christian. Danke Herr Professor Dr. Klaus Fichter. Wir sind am Ende von Block 1 angelangt und hier wäre die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bisher sind keine eingetroffen. Wir haben ja zum Schluss am Ende von Block 2 nochmal die Möglichkeit, Fragen aufzurufen. Nochmal der Hinweis an alle Teilnehmer, die als Teilnehmer des Videocalls dabei sind, Fragen gerne im Chatfenster stellen. Ich rufe dann auf und Sie können die Fragen selbst stellen. Wenn keine Fragen da sind, dann kann ich direkt weitergeben an Herrn Thorsten Kiedel, CFO von Sono Motors, der uns mal erzählen wird, wie es denn so ist im Bereich Funding, im Bereich Entwicklungszyklen etc. Als Green Startup. Also, Thorsten. Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mich sehen und hören. Können wir. Dann teile ich hiermit gerne meinen Bildschirm. Gut, kleiner Blick, ich versuche das Fenster noch zu schließen. Okay. Gut. Also, ich hoffe, ihr seht alle auch den Bildschirm, den ich jetzt geteilt habe. Ich nehme das mal als Ja zur Kenntnis. Genau, ja, danke. Okay, klasse. Also, wer sind wir, warum bin ich heute hier? Sono Motors produziert erschwingliche, solarbetriebene Elektrofahrzeuge mit integrierten Sharing-Diensten. Und mein Name ist Thorsten Kiedel, ich bin der CFO von Sono Motors. Zögert mein Laptop, kleinen Augenblick, genau. Die Herausforderung aus unserer Sicht, vor der wir aktuell stehen und die wir lösen wollen, sind Klimawandel und Nachhaltigkeit. Aus unserer Sicht gibt es aktuell keine wirklich umweltfreundlichen Autos auf dem Markt. Die Elektrofahrzeuge, die es gibt, sind immer noch wahnsinnig teuer oder zumindest sehr teuer für das, was man bekommt. Es gibt einfach noch keine oder kaum Elektrofahrzeuge für den Massenmarkt. Und es gibt schlichtweg viel zu viele Autos auf den Straßen, Parkplätze, Staus etc. Und auf der anderen Seite ein Umdenken in der Gesellschaft, weg von Eigentum, weg von Statussymbol hin zu Sharing, siehe beispielsweise auch Airbnb. Aber auf der anderen Seite kaum oder keine Fahrzeuge, wo Sharing von Anfang an im Fahrzeugkonzept smart durchdacht wurde. Und auch das wollen wir mit unserem Produkt lösen. Was ist unser Produkt? Der Sion? Ein familienfreundliches Fahrzeug für Pendler, für Familien zu einem erschwinglichen Preis von ca. 25.500 Euro brutto in Deutschland, das Solarzellen integriert hat und sich somit selber auflädt, jeden Tag ca. 34 Kilometer pro Tag bei Sonnenschein, was einfach auch das Infrastrukturthema, was wir in Deutschland noch haben, auch in Europa noch haben, mitlösen würde, weil man einfach viel seltener aufladen muss und die Mehrheit der Bevölkerung auch nur 20 Kilometer am Tag fährt. Darüber hinaus sind Sharing-Dienste integriert. Die Gründer Laurin und Jona zusammen mit Navina haben das Unternehmen vor ca. 4 Jahren gegründet und ein Management-Team an Bord aufgebaut, auch mit viel Automobilexpertise.
Summe haben wir 100 Mitarbeiter intern und ca. 300 Mitarbeiter extern, die an dem Sion arbeiten. Der größte Erfolg oder ein sehr, sehr großer Meilenstein hat Anfang des Jahres stattgefunden. Wir haben eine erfolgreiche Community Funding Kampagne abgeschlossen und über 50 Millionen Euro in 50 Tagen eingesammelt. Das gab es zuvor noch nie und es ist aus meiner Sicht wirklich sehr beeindruckend, was das Team in der Zeit geschafft hat. Aber ehrlicherweise war das nicht unsere präferierte Art und Weise, uns zu finanzieren. Eigentlich hatten wir geplant, ein Venture Capitalist an Bord zu holen, ein Family Office, Impact Funds, also Fonds, die insbesondere in nachhaltige Unternehmen investieren. Wir hatten aber sehr schwierige Gespräche, einfach weil wir sehr kapitalintensiv sind. Wir sprechen über 250 Millionen Euro in etwa, was wir noch brauchen bis Start der Produktion für Entwicklung, für Maschinen etc. Außerdem haben wir eben noch kein fertiges Produkt. Wir sind eben noch in der Entwicklung und haben somit keine Umsätze. Auch wenn wir auf der anderen Seite, was sehr schön und positiv ist, bereits 13 oder fast 13.000 Reservierungen, auch bezahlte Reservierungen haben. Das entspricht ca. 270 Millionen Euro Umsätze, aber eben ja, nicht ausreichend oder nicht genug, um die Investoren an Bord zu holen, die wir gerne gehabt hätten. Den Interessenskonflikt, den wahrscheinlich oder vielleicht viele Green Startups haben, zumindest die Frage auf Investorenseite ist, gibt es einen Interessenskonflikt zwischen Nachhaltigkeit und der Gewinnerzielungsabsicht? Aus unserer Sicht nicht. Natürlich sind wir hier, um auch Geld zu verdienen, aber eben mit einem Produkt und Servicen, um die Welt ein Stück besser zu machen. Tesla ist mehr wert als Daimler, BMW und Volkswagen zusammen. Ich weiß nicht, ob das die Anwesenden wussten. Ich finde das wahnsinnig beeindruckend. Was viele aber auch nicht wissen, ist, dass Tesla vor circa 10 Jahren ein Darlehen erhalten hat vom Energieministerium in Höhe von 475 Millionen Dollar, ohne dass Tesla heute nicht mehr oder höchstwahrscheinlich nicht mehr existieren würde. Das war eben genau zu der Finanz- und Wirtschaftskrise vor 10 Jahren, 2009. Jetzt haben wir die Corona-Krise. Auch jetzt kämpfen viele Startups ums Überleben. Und ja, deswegen eben, hier zeigt es, wie andere Gesellschaften oder andere Länder, andere Regierungen eben in Hochtechnologie kapitalintensiv investieren oder fördern, um eben Technologie ins Land zu holen, im Land zu haben, um Arbeitsplätze zu schaffen. Was würde Startups helfen aus unserer Sicht? Es gibt aktuell eben eine 800.000 Euro Grenze bei Kreditzugaben. Das ist für den einen oder anderen eine Menge Geld. Aber für kapitalintensive Unternehmen wie Sono Motors mit über 250 Millionen Euro Invest für die nächsten 2 Jahre hilft uns 800.000 natürlich nicht weiter. Auch die Lockung der KfW von 80% auf 90%, die Anhebung der Kreditzusagen oder Ausfallszusagen, ist sicher ein toller, sehr guter Schritt. Aber auch das hilft Startups nur bedingt oder den meisten gar nicht, weil die Banken nicht bereit sind, auch nur 10% des Risikos zu übernehmen. Finanzierungen werden häufig erst nach Abschluss des Projektes ausbezahlt und bei uns geht es um Projekte, die 1 bis 2 Jahre dauern bei der Entwicklung. Eben darauf zu warten, dass Monate später erst Fördermittel ausbezahlt werden, hilft leider eben auch nicht bei der Finanzierung. Und oft muss man den Antrag stellen, bevor man mit dem Projekt startet. Meistens dauert es 3 bis 6 Monate, bis das Projekt dann oder bis die Zusage kommt. Das bringt auch eine Verzögerung, die viele Startups so nicht mitmachen könnten. Die BAFA-Förderung für junge Startups oder auch im Elektrobereich eben zugänglich zu machen, wäre ein weiterer Wunsch unsererseits. Und das Corona-Hilfsprogramm, die 2 Milliarden Euro, die von den 10 Milliarden Euro schon zugesagt wurden, vorzuziehen. Aber das ist auch seit mehreren Wochen in Diskussion. Uns ist bewusst, es geht um eine Menge Geld, es geht um Prozesse, um Strukturen, die geschaffen werden müssen. Aber hier ist einfach unsere Frage, wie kann das beschleunigt werden? Wie kann die Abwicklung sichergestellt werden? Letztendlich, wie kann sichergestellt werden, dass nicht noch Wochen diskutiert wird oder Wochen vorbereitet wird, um das Programm eben zu ermöglichen, sondern eben sehr zeitnah, dass das Ganze umgesetzt wird. Ich hoffe, ich konnte euch und Ihnen einen guten Überblick geben, wer wir sind, wo wir stehen im Bereich Finanzierung und somit freue ich mich auf Fragen und danke für die Aufmerksamkeit.
Super, vielen lieben Dank, Thorsten. Zwischenzeitlich haben uns auch einige Fragen erreicht, auch zum ersten Teil. Ich würde vorschlagen, dass wir dir dann einfach alle zum Schluss machen nach dem zweiten Block. Ja, vielen lieben Dank, Thorsten, für deinen Einblick in Sono Motors und in euer Geschäft. Jetzt kommen wir auch schon zu Block 2. Und da darf ich wieder Jasmin bitten, den Input zu geben, bevor Herr Fichter und Christian wieder an der Reihe sind. Gerne. Sehr gerne. Ich schalte hier einmal um. Wunderbar. Dann habe ich jetzt die Freude, den zweiten inhaltlichen Teil vorzustellen. Und in diesem Teil geht es um die Herausforderungen der grünen Startups, die wir untersucht haben. Befragt zu ihren drei größten aktuellen Herausforderungen nennen die grünen Startups vor allem die Kapitalbeschaffung, den Vertrieb bzw. die Kundengewinnung als eine Herausforderung und die Produktentwicklung. Die Herausforderung Kapitalbeschaffung, im letzten Jahr noch auf dem dritten Platz, hat also deutlich an Bedeutung gewonnen. Zudem nennen sie grüne Startups deutlich häufiger als nicht grüne Startups. Vor allem die sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch sehr spannende Untergruppe der sehr innovativen grünen Startups berichtet hier von deutlichen Erschwernissen. Zwei Herausforderungen werden von grünen Startups im Vergleich zu nicht grünen deutlich weniger häufig genannt. Vertrieb und Kundengewinnung sowie die Personalplanung und Rekrutierung. Grüne Startups sehen sich mit ihren nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen also sowohl im Hinblick auf die Kundschaft als auch auf zukünftige Beschäftigte sehr gut aufgestellt. Das mag zum Teil daran liegen, dass grüne Startups, wie bereits erwähnt, die Personalförderung, Motivation und Beteiligung deutlich stärker priorisieren als nicht grüne Startups. Befragt zu ihren Forderungen oder Erwartungen an die Politik, nennen zwei von drei grünen Startups erwartungsgemäß eine bessere Förderung ihres unternehmerischen Einsatzes für Umweltschutz und die gesellschaftliche Nachhaltigkeit. 61% wünschen sich den Abbau regulatorischer und bürokratischer Hürden. 49% Unterstützung bei der Kapitalbeschaffung. Gerade die Unterstützung bei der Kapitalbeschaffung wird damit von grünen Startups deutlich häufiger genannt als von Nichtgrünen. Dieser deutliche Ruf nach politischer Unterstützung unterstreicht die großen Herausforderungen, auf die diese jungen, innovativen Unternehmen bei der Gründungs- und Wachstumsfinanzierung treffen. Grüne Startups nennen staatliche Fördermittel auch mehrheitlich als bevorzugte Finanzierungsquelle für ihr junges Unternehmen. 6 von 10 würden eine solche Finanzierung bevorzugen. 36% berichten, dass sie bereits in der Vergangenheit von staatlichen Fördermitteln profitiert haben oder dies aktuell tun. Im Vergleich zu den nicht-grünen Startups führen die Grünen auch deutlich häufiger ein Interesse an der Finanzierung durch einen Inkubator, Company Builder und oder Accelerator, die Crowd oder durch Bankdarlehen an. Venture Capital wird dagegen deutlich weniger häufig angeführt als bei den nicht-grünen Startups. So viel zum zweiten Teil Herausforderungen und Erwartungen der grünen Startups und ich übergebe wieder an Klaus Fichter und Christian Miele. Dankeschön. So, dann sollte ich jetzt auch wieder zu hören sein. Vielen Dank, Jasmin, für weitere Ergebnisse aus dem Green Startup Monitor. Auch hier wieder zwei, drei Einordnungen dieser Ergebnisse meinerseits. Ich möchte zunächst die Tatsache hier aufgreifen, dass grüne Startups deutlich mehr als nicht grüne mit der Kapitalbeschaffung zu kämpfen haben. Und Sono Motors hat uns ja gerade auch ganz anschaulich erzählt, wie sich das dann in der Wirklichkeit verhält, wie das aussieht. Und warum ist das so? Warum tun sich die schwerer? Da wissen wir auch schon einiges. Also das eine ist, dass gerade zum Beispiel die großen Risikokapitalgeber, die VC-Gesellschaften, Venture-Capital-Gesellschaften, sich mit dem Bereich Umwelttechnologien, saubere Technologien, Nachhaltigkeitslösungen einfach noch nicht so gut auskennen und sich deswegen zurückhalten.
Ein zweiter Grund ist, dass wir es gerade bei Umwelt- und Nachhaltigkeitslösungen oft auch mit stark regulierten Märkten zu tun haben, wo die VCs und die Geldgeber dann doch gerne eher die Finger von lassen, weil man schwer abschätzen kann, wie sich das Ganze entwickelt. Und die grünen Startups haben auch oft längere Entwicklungszeiten als klassische Softwareentwicklungsvorhaben zum Beispiel. Also das sind eine Reihe von Gründen, warum wir mehr Schwierigkeiten bei der Kapitalbeschaffung haben. Aber jetzt komme ich zu der Seite, was fordern die grünen Startups, nämlich mehr Anerkennung ihres Engagements für Umweltschutz und Nachhaltigkeit, also für diese gesellschaftliche Dividende, wie ich sie vorher genannt habe, die sie erbringen. Das wird bislang nicht wirklich dann anerkannt und unterstützt. Und ich beziehe mich hier auch wieder auf das Statement von Angela Merkel gestern beim Petersberger Dialog, dass wir den Wiederaufbau der Wirtschaft jetzt mit Klimaschutz doch ganz systematisch verbinden müssen. Und das sind im Wesentlichen, ich darf das so hart sagen, aber Sonntagsreden, es hilft relativ wenig, wenn wir allgemeine Forderungen in die Richtung haben. Es ist zwar schön, dass das prinzipiell anerkannt wird, aber es muss sich dann auch in der konkreten Förderpolitik des Staates, der Bundesregierung niederschlagen. Und das ist bislang überhaupt nicht der Fall. Also grüne Startups können die üblichen Förderprogramme natürlich genauso in Anspruch nehmen wie andere auch. Aber wir sehen zum Beispiel bei der Kapitalbeschaffung halten sich die großen Risikokapitalgeber, VC-Gesellschaften zurück, unter anderem aus den genannten Gründen. Und was müsste der Staat jetzt tun? Und hier ist bislang kein wirklicher Fokus auf diese Gruppe der grünen Startups gelegt im deutschen Gründungsförderprogramm. Deswegen fordern wir auch eine eigene Förderlinie Sustainability im deutschen Gründungsförderprogramm. Die gibt es bislang nicht. Und in einer solchen Förderlinie müsste zum einen die Finanzierung eine ganz zentrale Rolle spielen. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Wichtig wäre dabei sicherlich auch eben die privaten Risikokapitalgeber zu beteiligen. Wir haben dafür beispielsweise schon ein existierendes Modell mit dem Hightech-Gründerfonds, wo ja Staat und private Geldgeber Hand in Hand Startups unterstützen. Das ist toll, aber eben auch für grüne Startups nicht hinreichend geeignet aus unserer Sicht. Also man bräuchte unserer Meinung nach entweder sowas wie ein High Sustainability Gründerfonds oder eine eigene Förderlinie in den großen neuen Finanzierungsfonds, die derzeit dann diskutiert werden. Das zweite, die Vernetzung, die läuft schon ganz gut. Da ist der Startup-Verband sehr engagiert in den letzten Jahren. Seitens des Borderstep-Instituts unterstützen wir diese Vernetzung auch sehr intensiv durch Plattformen, durch Veranstaltungen, durch Dialoge. Aber es fehlt noch ein gutes Netzwerk von, wie wir das nennen, Sustainability Hubs, also regionalen Plattformen, wo auch die Zusammenarbeit mit dem Mittelstand, grüne Startups mit Mittelstand und anderen systematisch gefördert wird. Also das wäre eine zweite Forderung, diese regionalen Sustainability Hubs voranzubringen. Fazit aus meiner Sicht ist, dass die Politik bislang das wirtschaftliche Potenzial grüner Startups verschläft. Man findet das alles schön und nett und niedlich, aber es ist nicht mehr niedlich. Es ist ein Wirtschaftsfaktor und der hilft jetzt im Wiederaufbau. Und genau, da müsste Politik aufwachen und unter anderem in die genannten Maßnahmen dann gehen. Ja, soweit mal meinerseits und dann übergebe ich an Christian Wiele. Ich will daran ansetzen, was Professor Fichter gerade gesagt hat. Ich glaube, und das ist meine Erfahrung aus den letzten Wochen, dass wir uns an einem ganz interessanten Zeitpunkt befinden. Ich beobachte nämlich im Startup-Ökosystem einen neuen Zusammenhalt und einen Fokus auf Nachhaltigkeit und den Wunsch von zahlreichen Gründerinnen und Gründern, wirklich einen Beitrag zu leisten. Und vielleicht ist der Zeitpunkt, und das hatte Herr Fichter ja auch gerade bereits gesagt, sehr gut, dass aus einer Krise wie der Corona-Krise gegebenenfalls auch etwas ganz Neues entstehen kann.
Wir sehen, dass zahlreiche Unterstützungsprogramme, viele zum Teil kostenlos von Startups angeboten, wie zum Beispiel auch Hackathons, die Lösungen gegen Corona entwickeln, momentan im Ökosystem gang und gäbe sind. Viele Startups versuchen, sich mit ihren Lösungen einzubringen. Die Gesund-Zusammen-Initiative beispielsweise versucht, eine App zu entwickeln, um die Infektionsketten des Coronavirus zu unterbrechen. Und zahlreiche weitere Initiativen zeigen, dass das Ökosystem auch erkannt hat, dass es wichtig ist, Verantwortung zu übernehmen. Und in meinen Augen ist das eine sehr gute und kooperative Kommunikation, die wir hier gerade im Startup-Ökosystem beobachten. Und wir begrüßen das natürlich auch sehr. Und die Ergebnisse des Green Startup Monitors unterschreiben das ja auch. In Bezug auf die ökologische Nachhaltigkeit sind wir bereits gut aufgestellt und sind da auf dem richtigen Weg, auch wenn noch ganz viel zu tun ist. Und in meinen Augen besteht darin auch eine wirklich große Chance. Nicht nur eine deutsche, sondern eine europäische Chance. Und ich sage ja auch immer wieder, dass das Selbstverständnis von uns sein muss. Und ich benutze hier noch einmal den Begriff von Professor Fichter, dieser doppelten Dividende, dass wir einerseits marktwirtschaftlich und gewinnorientiert arbeiten können und gewinnorientiert Startups aufbauen können, gleichzeitig aber mit einem deutschen und einem europäischen Werteverständnis in der Lage sind, Startups auch mit einer gewissen Nachhaltigkeit aufzubauen, sodass wir unseren Kindern und Enkelkindern etwas hinterlassen, das gut ist und nicht schlecht ist. Und ich glaube, gerade dafür sind die Green Startups und die Cleantech Startups in Deutschland eine großartige Chance, dass wir mit dieser großen Krise danach auch in Bezug auf den Klimawandel einen ganz sinnvollen Beitrag leisten und gegebenenfalls wirklich die Welt zu einem etwas besseren Ort machen können an der Stelle. Und ich will das nochmal betonen, was auch Thorsten eben gesagt hat und auch was Professor Fichter gesagt hat. Wir brauchen die Politik an der Stelle. Es ist wichtig, dass wir dort Hand in Hand gehen. Die Startup-Szene und die Politik brauchen sich hier gegenseitig. Das ist eine Symbiose. Wir haben gelernt, dass insbesondere Kapital aktuell noch ein großes Problem ist. Wir setzen uns deshalb ja auch stark für den Zukunftsfonds ein, damit wir in der Lage sind, insbesondere auch Wachstumskapital auch in grüne Startups investieren zu können. Und wir haben eben, und das ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig, das einmal zu erwähnen, weil Thorsten das auch bereits erwähnt hatte, die schnelle Verfügbarkeit der 2 Milliarden Euro, die Bundesregierung als Corona-Hilfen für die Überbrückung der Liquiditätsengpässe der Startups zugesagt hat, dass diese 2 Milliarden Euro jetzt wirklich schleunigst ausgezahlt werden können, damit wir in der Lage sind, unsere Startups in Deutschland von der bedrohlichen Corona-Krise zu beschützen. Ich bedanke mich für alle, die dazugeschaltet haben, freue mich auf noch ein paar Fragen und danke noch einmal auch an unsere Partner für den Green Startup Monitor. Super, vielen Dank, Christian. Starten wir auch schon in die Fragerunde. Ich würde vorschlagen, Niklas, unser Regisseur, dass du einmal Klaus, Christian und mich anzeigen lässt oder beziehungsweise die Anfrage sendest und dann immer jeweils die Journalistin, den Journalisten. Die erste Frage kommt von Hanna Schwer. Hanna hat eine Frage zum Thema Frauen, die grüne Startups gründen. Die ging explizit an dich, Klaus. Niklas, könntest du einmal bitte Hanna Schwer anzeigen und entmuten? Und okay. Hanna und dann. Genau, super. Ich habe eine Frage zu den 21% Gründern oder Startups, die als grün bezeichnet werden können. Im vergangenen Monitor waren das ja noch 26%. Wie erklären Sie sich den Rückgang, Herr Fichter? Und dann noch die zweite Frage auch zu dieser Zahl. Sie erheben ja auch immer die Selbsteinschätzung der Startups, die da deutlich drüber liegt. Ich glaube, das waren jetzt 37%, die sich gesagt haben, ja, wir machen einigermaßen irgendwas Grünes. Woher kommt diese Diskrepanz? Sehen sich da vielleicht einige Startups grüner, als sie eigentlich sind? Weil Sie haben ja nur 21% in die Kategorie geordnet. Ja, zur ersten Frage, warum letztes Jahr 26 und jetzt 21%? Das liegt daran, dass wir etwas strenger geworden sind in der Zuordnung und der Abgrenzung. Bei der Eigenangabe der Startups ist der Anteil grüner Startups deutlich gewachsen. Das ist aber erstmal die Eigenangabe, aber aus wissenschaftlicher Sicht wissen wir, Eigenangaben sind mit Vorsicht zu genießen. Deswegen haben wir ein Prüfverfahren, auch mit weiteren Fragen, wo wir das auf Plausibilität
überprüfen. Und wir haben da sozusagen noch eine zusätzliche Prüfschlaufe eingeführt, sind jetzt strenger. Also deswegen ist die Zahl jetzt bei 21% im Unterschied zum letzten Jahr. Aber das ist vielleicht, die Zahlen darf man nicht direkt vergleichen, weil letztes Jahr war das etwas anders methodisch. Insgesamt vom Trend her sehen wir eher einen Anstieg. Das zur ersten Frage, zur zweiten Frage. Ja, also Startups, die können, glaube ich, in der Regel sehr gut einschätzen, inwieweit ihre Produkte und Dienstleistungen Beitrag zur Emissionsminderung, Energieeinsparung, Recycling und so weiter beitragen. Und trotzdem ist es wichtig, aus unserer Sicht wissenschaftlich das sehr kritisch zu beleuchten. Und deswegen übernehmen wir nicht einfach diese Selbstzuordnung, wer sieht sich in der Teil der Green Economy, sondern haben noch zum Beispiel auch die Frage, inwieweit das Thema auch fest verankert ist in den sogenannten Key Performance Indicators. Und das ist ein ganz guter Hinweis immer, wie ernst die Startups es nehmen. Also, und wenn man das noch zusätzlich, die Messlatte etwas höher fährt, dann kommen wir eben am Ende auf die 21%. Frage beantwortet oder eine Rückfrage dazu, Hanna? Ja, vielleicht noch ganz kurz. Sie haben gesagt, dass Sie das zwar jetzt methodisch nicht sagen können, aber dennoch insgesamt eher einen Anstieg der grünen Startups sehen. Wie groß ist dieser Anstieg denn? Ja, also die Eigenangabe, das ist ja zunächst mal die Eigenzuordnung der Startups selber, ob sie sich als Teil der Green Economy sehen. Und der Wert, die Frage, da ist es eindeutig angestiegen. Ich glaube, das kann die Jasmin vielleicht ganz nochmal nachreichen. Jetzt sind wir bei 37%. Letztes Jahr waren wir, glaube ich, bei 34%. Jasmin, das kannst du vielleicht nochmal ergänzen. Also insofern, die Frage ist absolut vergleichbar. Da haben wir eine Zunahme und insofern vom Trend her sehe ich da schon einen tendenziellen Zuwachs. Ich würde sagen, er dürfte noch höher sein, aber erstmal sind das die Fakten. Ja, vielleicht kann ich ergänzen, Klaus. Also wir sehen einen Zuwachs bei der Eigenzuordnung von 32 auf 37%, also um 5 Prozentpunkte vom letzten auf dieses Jahr. Danke. Super, danke. So, dann haben wir eine nächste Frage von Sören Abelang. Die geht an euch beide, Christian und Klaus. Und zwar hängt die mit Corona zusammen. Niklas, könntest du einmal bitte Herrn Sören Abelang freischalten, damit er die Frage stellen kann? Ich würde gerne eine Frage stellen zu den längeren Auswirkungen der Corona-Krise auf die Szene. Und zwar erstmal, ob Sie schon aktuelle, auch wenn es anekdotische Evidenz ist, wie sich die Krise auf die Startups auswirkt, wird die Krise dadurch einen langfristigen Schaden nehmen? Oder aber, wenn Sie ein bisschen weiter nach vorne schauen, sehen Sie, dass sich hier neue Chancen ergeben, dass sozusagen die Szene möglicherweise sogar langfristig gestärkt, dass es so sehr vorgehen kann. Wie wäre da Ihre Einschätzung? Wurde die Frage verstanden? Nee. Aufgrund der Tonqualität. Also ich kann es nochmal, glaube ich, wiederholen, ob es anekdotische Beispiele, glaube ich, gibt, wie vor allem auch grüne Startups die aktuelle Krise zu spüren bekommen und ob es eine Einschätzung gibt dazu, ob die Szene sich, ob sie langfristig geschädigt wird oder sich vielleicht, wie Christian auch schon gesagt hatte, langfristig auch Chancen bieten für grüne Startups. Vielleicht eine kurzfristige Antwort dazu von mir. Wir hatten ja in der letzten Pressekonferenz ein Startup namens Spoontainable bei uns in der PK drin. Die stellen nachhaltiges Besteck für die Gastronomie her und sind jetzt aktuell ganz stark von der Krise betroffen. Ja, also es ist pauschal zwar schwer zu beantworten, aber natürlich sind auch grüne Startups von der Krise getroffen und zumindest das, was wir an Zahlen haben, da sehen wir, dass 82% der Startups tatsächlich auch auf ihre eigenen Ersparnisse zurückgreifen müssen. Und ja klar, also ich meine, das ist natürlich eine Chance und der Klimawandel wird wahrscheinlich die langfristig auch weit größere Herausforderung noch sein. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns auf diesen Bereich konzentrieren und versuchen, diesen positiven Trend auch weiter fortzusetzen.
Ja, ich würde das auch verstärken wollen. Die aktuelle Corona-Krise zeigt ja, wo sozusagen die großen Herausforderungen sind und überlagert im Moment alles. Aber wir werden in wahrscheinlich wenigen Wochen über eine Dürre in Deutschland reden, Klimawandel. Das heißt, die anderen großen Herausforderungen, die warten ja nicht und die sind nach wie vor da und sie werden auch nicht kleiner. Und die grünen Startups, die liefern ja Lösungen dafür. Also deswegen gehe ich davon aus, bei allen aktuellen kurzfristigen Problemen, die grünen Startups natürlich auch haben, dass die langfristigen Erfolgsaussichten deutlich besser sind, weil sie sich auf Märkte, auf Bedarfe beziehen, die ganz dringend gebraucht werden. Ich will nur ein Beispiel nennen, Stichwort Dürre in der Landwirtschaft. Es gibt tolle grüne Startups, die arbeiten mit organischen Saatgutbeschichtungen, um die Landwirtschaft und Pflanzen noch robuster zu machen, um sozusagen den Stress mit Dürre umzugehen, zu verbessern, die Erträge da auch voranzubringen. Also das sind für mich Beispiele, wo man sagen kann, da arbeiten die grünen Startups eben genau an den drängenden großen Herausforderungen und die Lösungen werden gebraucht. Also langfristig sehe ich da sehr gute Perspektiven. Wichtig ist allerdings, dass sie durch die nächsten Monate kommen und da hat Christian Miele ja auch schon eine Reihe von Voraussetzungen, aber auch Maßnahmen genannt. Das ist mit Sicherheit fundamental, dass also wir sozusagen die großen Hoffnungsträger für die mittel- und langfristige Perspektive nicht kurzfristig verlieren. Super, vielen Dank. Es gab sogar auch die Möglichkeit für die Teilnehmer des Livestreams Fragen zu stellen. Da werde ich einfach mal ein paar auswählen. Und beispielsweise eine Frage von Mathilda Jordanavaduda an dich, Christian. Wie erklärt sich die höhere Mitarbeiterbeteiligung sogar mit echten Anteilen bei den Green Startups? Die steuerlichen und bürokratischen Nachteile sind doch für alle gleich. Ja, gute Frage, Christian, hast du deine Antwort? Ja, also mein Bauchgefühl ist, dass viele von den Green Startups durchaus natürlich auch einem idealistischeren Bild folgen und deswegen vielleicht auch ein bisschen weiterdenken und einfach sagen, gut, wir nehmen auch diese zusätzlichen Hürden in Kauf, aber haben natürlich auch irgendwie vor, dass das da nachgebessert wird, damit diese Rahmenbedingungen noch attraktiver werden. Also ich glaube, letztendlich hat das viel mit Idealismus zu tun und das finde ich auch gut so und das muss man unterstreichen. Dann noch eine Frage, auch an dich, Christian, von Frank Kenzie. Wann können wir mit den Zukunftsfonds rechnen, die du angesprochen hast? Also wir sind ja seit längerer Zeit mit der Bundesregierung in ganz engen Verhandlungen zum Zukunftsfonds. Durch die Corona-Krise ist hier sicherlich jetzt in den Prioritäten eher was in Richtung der Liquiditätsengpässe gerückt. Aber ich gehe davon aus, dass wir entweder in diesem oder aber im allerspätesten nächsten Jahr da ganz konkrete Ansatzpunkte haben werden. Okay. Dann eine Frage an dich, Jasmin, wurde mir hier gesagt, von Lukas Geritz. In welchen Branchen bestehen die meisten Gründungen grüner Startups? Bestehen dieses ja größere Ausschläge oder signifikante Veränderungen? Jasmin, die Frage geht an dich, vielleicht kannst du die beantworten. Also in welchen Branchen bestehen die meisten Gründungen grüner Startups und gibt es da irgendwelche Veränderungen oder Ausschläge, die wir beobachten? Ja, also was ich vor allem unterstreichen möchte, ist, es gibt, also grüne Startups sind tatsächlich in allen Branchen zu finden. Wir sehen sie wirklich von den klassischen, vielleicht grünen Branchen wie Mobilität und Elektrizität bis hin zu Finanzierung und Bildung. Also grüne Gründungsteams gründen tatsächlich in allen Branchen. Was wir dieses Jahr gesehen haben, war ein Zuwachs in Bezug auf grüne Landwirtschaft und Ernährung. Da haben wir einen deutlichen Zuwachs gesehen. Also wenn wir uns nur die Nachhaltigkeitsbereiche anschauen, wir haben bei allen grünen Startups, die wir als grün eingestuft haben, nachgeschaut, in welchen Nachhaltigkeitsbereichen sind sie eigentlich aktiv. Und hier führt eben die nachhaltige Landwirtschaft und Ernährung mit 24%, also eins von vier grünen Startups in unserem Datensatz, widmet sich diesem Thema. Super, vielen Dank. Ich würde gerne einen Punkt da noch ergänzen, und zwar, was
uns auch ein bisschen überrascht hat, war, dass die absolut größte Anzahl, also Jasmin hat gerade sozusagen vom Anteil in den jeweiligen Branchen gesprochen, die absolut größte Anzahl von grünen Startups im Bereich IT und Software unterwegs ist. Das heißt, also sehr stark im Bereich auch der Digitalisierung, also ob es jetzt energieeffiziente Rechenzentren sind, ob es digitale Produktionsassistenten sind, die dann helfen, die Produktion energie- und materialeffizienter zu machen, etc. Das heißt, also vielleicht das klassische Bild, dass die im Wesentlichen in den traditionelleren Branchen unterwegs sind, stimmt nicht. Also der absolut größte Anteil grüner Startups ist eben im Bereich Informationstechnik, Internet, Software. Alles klar, vielen Dank. Dann machen wir mal weiter und die nächste Frage geht an Thorsten von Sono Motors. Thorsten, du kannst dich schon mal anschalten. Ich lese mal die Frage vor an dich. Auch wieder von Frank Kenzie. Frage an Thorsten, inwiefern beeinflusst euch die Entwicklung bei Street Scooter und Ego Mobile AG? Das Auswirkungen auf euch? Also ich würde sagen, es hat jetzt nicht direkt Auswirkungen, aber natürlich beschäftigt es uns. Natürlich schauen wir uns an, in Anführungszeichen, was haben die Unternehmen falsch gemacht oder was können wir besser machen. Somit ist besorgt oder mag den einen oder anderen Investor besorgen, warum sollen wir jetzt in euch investieren? Schaut mal links, rechts von euch, schaffen es andere nicht. Was macht ihr besser? Das ist eine Frage, auf die wir uns intern natürlich vorbereitet haben, auch Antworten darauf haben, sodass ich denke, es wird jetzt keine sehr starke Auswirkung auf uns haben, aber natürlich ist die Unsicherheit draußen im Markt, investiere ich aktuell in ein Electric Vehicle Startup, vorhanden, bestärkt durch Unternehmen, die es eben nicht schaffen. Ich hoffe, ich konnte die Frage damit beantworten. Ich denke doch. Wir haben noch eine Frage an Christian von Oliver Schmidt. Die Umwelt ist keine zahlungskräftige Zielgruppe. Deshalb zahlen sich gesellschaftliche und ökologische Dividende nicht aus. Was müsste sich ändern, um wertvolle Ideen für GründerInnen, vor allem aber auch für KapitalgeberInnen, attraktiver zu machen? Christian. Ich bin da anderer Meinung, ja. Also ich glaube, dass wir ja schon seit einigen Jahren beobachten können, dass eine erhöhte Zahlungsbereitschaft für grünere und nachhaltigere Technologien vorhanden ist. Und ich denke, dieser Trend wird sich eher fortsetzen. Wir sind ja hier eher noch am Anfang einer ganz wichtigen und wahrscheinlich auch nachhaltigen Entwicklung. Also insofern glaube ich gar nicht, dass das Problem da langfristig bestehen wird. Das ist da eine gewisse dass es da keine Zahlungsbereitschaft gibt für Produkte, die grün und nachhaltig sind. Also insofern, ich denke, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Super, vielen Dank. Dann jetzt die letzte Frage. Die kommt von Dominik Ewald von Monitorfish, eins unserer Mitglieder im Startup-Verband. Die Frage richtet sich, glaube ich, an euch beide, Klaus und Christian. 69% der AgTech-Startups sind in der Kategorie Green Startup. Im globalen Vergleich gibt es da aber kaum Risikokapital in dieser Branche in Deutschland. Zum Vergleich einmal 2018 nur 21 Millionen, in den USA 16 Milliarden. Ich glaube, ihr redet hier vor allem auch über den AgTech-Bereich. Wie kommt das? Ja, ich glaube auch bei vielen Risikokapitalgebern ist das Thema und die Dringlichkeit im Bereich Landwirtschaft, Agrartechnik noch gar nicht so auf dem Schirm. Und also das ist die eine Seite, es kommt nicht an. Auf der anderen Seite haben wir über Initiativen wie von der Europäischen Union im Bereich Sustainable Finance einen Druck, dass zukünftig Geldanlagen unterschiedlichster Art verstärkt nachhaltigkeitsorientiert angelegt werden. Und das findet im Moment noch nicht zusammen. Ja? Und der Bedarf, den sehe ich ganz klar, gerade im
Agrarbereich. Das ist so fundamental und existenziell für uns. Ich habe das Beispiel vorher der ökologischen Saatgutbeschichtung genannt. Die suchen händeringend nach Geld. Und also deswegen sehe ich den Bedarf auch eigenständiger Fonds, die genau auf diese Herausforderung, zum Beispiel im Agrarbereich, fokussieren, wo man ganz systematisch Geldgeber und die grünen Startups zusammenbringt. Erstens und zweitens ist ja nicht nur mit Geld getan. Es geht ja weiter. Und deswegen auch die Idee mit diesen sogenannten Sustainability Hubs, die dann auch durchaus sektorale Fokussierungen haben sollen. Also zum Beispiel im Bereich nachhaltiger Landwirtschaft, Agrartechnik und Ähnliches. Ich könnte mir sehr gut hier einen im Umland von Berlin beispielsweise vorstellen. Da gibt es Akteure, die das super könnten, die auch beim Startup-Verband aktiv sind. Aber diese Plattformen, die muss man noch explizit einrichten. Ja, vielleicht von mir nur eine ganz kurze Ergänzung dazu. Ich stimme Professor Fichter dazu. Zwei Teile der Antwort. Der erste Teil, ja, wir sind in Deutschland und wir sind in Europa den Amerikanern natürlich weit hinterher, was generell Venture-Capital-Finanzierung angeht. Da ist also eine zeitliche Komponente, insbesondere auch deshalb, weil AgTech selber als Startup-Vertical noch relativ jung ist. Und zum Zweiten, ich glaube, man muss bei diesen Zahlen so ein bisschen vielleicht auch nochmal gucken, was fällt da rein, welche AgTech-Unternehmen sind da drin, geht es da auch schon in den Bereich Biotech oder Life Sciences. Also ich glaube, da muss man so ein bisschen auch nochmal die Zahlen ganz genau anschauen. Aber natürlich der Trend ist da offensichtlich, wir sind da in Deutschland und Europa weiterhin hinterher. Und umso wichtiger ist es in meinen Augen, dass wir an solchen Modellen wie dem Zukunftsfonds arbeiten und versuchen, da auch möglichst zeitnah das nötige Kapital für zu mobilisieren, damit wir auch noch stärker in solche Bereiche investieren können. Alles klar, super. Vielen Dank an euch beide. Das war's mit den Fragen. Ich habe noch einen organisatorischen Hinweis, und zwar diese PK wurde aufgenommen. Es gibt einen Mitschnitt und dieser Mitschnitt wird auch allen dann, die hier teilgenommen haben, zur Verfügung gestellt, an alle Journalistinnen und Journalisten. Genau, ich ansonsten Klaus oder Christian, wenn ihr noch ein kurzes Schlusswort habt, wenn ihr noch irgendwas loswerden wollt, dann macht das gerne. Ich verabschiede mich von hier. Ja, gerne zwei Punkte. Kurz zum einen will ich nochmal betonen, dass wir diesen Monitor nur mit Hilfe der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und den Fördermitteln, die wir da bekommen haben, durchführen konnten. Das ist sehr, sehr viel Arbeit. Das ist nicht einfach mal so schnell getan. Also insofern in die Richtung nochmal herzlichen Dankeschön dafür. Und Ausblick, wir werden auch in diesem Jahr wieder im Rahmen des Deutschen Startup-Monitors zusätzliche Fragen in Richtung grüne Startups stellen. Das bereiten wir gerade vor. Das heißt, es geht weiter mit dem Green Startup Monitor und werden, ich denke, dann Anfang nächsten Jahr oder im Frühjahr wieder den nächsten vorlegen. Ja, soweit meinerseits. Dankeschön. Tschüss. Und von meiner Seite aus auch ein großes Dankeschön für alle, die sich eingewählt haben. Das Thema Green Startups ist unglaublich wichtig. Ich hatte das vorhin ja auch bereits einmal gesagt. Wir haben in Deutschland und in Europa die Chance, dass wir diese doppelte Dividende, ich kann nicht aufhören, das zu betonen, in unseren Fokus der Startup-Entwicklung nehmen, dass wir nämlich einerseits natürlich gewinnorientierte und produktive Startups aufbauen, gleichzeitig aber auch über den Tellerrand hinausblicken und nachhaltig denken und nach einem europäischen und deutschen Werteverständnis unsere Startups aufbauen. Deswegen begrüße ich die Entwicklung. Ich finde das toll, was die Gründerinnen und Gründer im Green Startup-Bereich unternehmen und hoffe, dass sich dieser Trend auch über die nächsten Jahre und Jahrzehnte fortsetzen wird. Dann auf Wiedersehen an alle.